was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der FIFA 21 Hamburger SV Karriere mit mir, dem Rüdiger Rammel, aka The Carrera Brosler. Und übrigens, Props gehen raus, Alter. Das sieht hier richtig nach Bild-Zeitschrift aus. Hamburg mit mäßiger Form. Seid ihr behindert? 7-1 in der Champions League gewonnen. Was ist mit euch? Hä? Obwohl Hamburg zuletzt nicht Investor war. Wir haben 7-1 in der Champions League gewonnen. Okay. Ich meine, gut, vielleicht meint ihr unsere Liga-Verfassung. Da haben wir halt nach 4 Spielen 6 Punkte. Wir haben dreimal unentschieden gespielt, einmal gewonnen. Dann haben wir noch keine Niederlage kassiert. Muss man auch mal so sehen, Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben auf dieser Episode da und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. So, Lovric. 2 Jahre. Wird ausgeliehen nach Feyenoord. Passt. Also das ist der Lovric mit dem nicht so geilen Potenzial. Der Lovric mit dem geilen Potenzial, der bleibt natürlich am Start, weil der hat ja mittlerweile ein 71er Rating und sitzt auf der Bank und zockt auch manchmal. Von daher passt das. Ansonsten kriegen wir noch eine Nationaltrainer-Offerte von Mexiko. Kein Bock. Und ein Leihangebot für Engel nach Reading. Okay, das ist nice. Da könnte der auch relativ viel zocken. Ich mache daraus eine 2-Jahres-Leihe. Im Idealfall auch wieder ohne Kaufoption. Und dann sollte das auch passen. Also das Leih-Ding hier. Dann wird das Game gut am Upgraden. Scout-Abschlussbericht Thilo Kehrer. 82er Rating bei Hoffenheim. Oh, und wir haben ja auf jeden Fall gut weitergescoutet. Let's go, Alter. Da will ich doch mal reinschauen. Denn wir wollen uns ja im Winter nach einem neuen Innenverteidiger umschauen. Und der von Frankfurt sah zum Beispiel schon richtig interessant aus. Ansonsten haben wir noch Bastoni. Der spielt bei Sassuolo Calcio. Mancini. Italiener. Sieht auch nicht verkehrt aus. Und halt eben Kehrer und Koch, die wir schon gescoutet haben. Aber Salisu sieht richtig sick aus, ne? 31 Millionen Marktwert von VfB Stuttgart. Den werden wir uns mal anschauen. Ansonsten jede Position Stammspieler. Hier sind halt so viele Spieler noch vertragslos. Ah, das ist richtig wild. Illa Ramendi, Lamela. Richtig viele alteingesessene Spieler. Gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes dabei ist. Aber ich denke mal eher nicht. Jordan Henderson mit einem 82er Rating. Auch stark. Benzema bei Roma FC. Ganz, ganz wildes Ding. Perisic mit 76. Geil, ey. Feier ich. Und Özil mit 74 bei RC Lenz. Geil, aber ich glaube, sonst ist jetzt hier nichts mehr dabei. Bale bei Gladbach? Auch krank, ey. Ich würde sagen, ich scoute dann auf jeden Fall nochmal nach einem Keeper. Da wollte ich mich ja auch nochmal umschauen. Da machen wir auch wieder Weltklasse Stammspielerqualität. Ich hoffe und denke, dass er danach beiden sucht. Dann können wir uns da auch nochmal umschauen. Ansonsten, ja, ich glaube, mittlerweile macht es halt schon mehr Sinn, auch in den Top-Ligen zu scouten. Das heißt, ich würde Belgien und Österreich mal rausnehmen und dafür halt in England und Spanien scouten. Ich glaube, das macht schon mehr Sinn. Weil der Anspruch hat sich natürlich ein bisschen erhöht, ja. Das muss man ehrlich sagen, ne? Wenn man Champions League spielt, dann möchte man natürlich auch woanders scouten. Dann ändern wir hier den Ort auch nochmal nach Spanien. Ja, wo liegt Spanien? Richtig, Südeuropa. Ah, Erdkunde-Abitur, Alter, man kennt ihn. Haben wir jetzt hier 2 noch für Spieler-Scouting und scouten dann in Deutschland, England, Frankreich, Spanien und Holland. Das passt auf jeden Fall. Italien ist sogar auch? Ja, Italien auch. Okay, easy. Ne, in Frankreich scouten wir gar nicht. Ja, okay, komm, dann können wir den Typ hier auf jeden Fall noch nach Frankreich schicken. Der macht Spieler-Scouting, okay. Und die machen Gebiets-Scouting. Ja, dann schicke ich den auch nach Frankreich. Dann haben wir eigentlich auch die Top-Ligen soweit alle abarbeitet. Dann sollte das hoffentlich mal passen. Und dann schauen wir mal rein ins nächste Ligaspiel. Zu Hause gegen Wolfsburg. Kunja ist nicht ganz fit und Boateng auch nicht. Ich würde fast sagen, dass wir denen dann mal eine kleine Verschnaufspause geben. Das sieht dann folgendermaßen aus. Lovric ist auf 72 gegangen, nice. Wolf spielt von Anfang an. Und ich würde Lovric sogar auf der 10 mal die Chance geben. Da hat er plus 10, plus 5 die Form sogar. Das ist Killer, ey. Ansonsten, glaube ich, lasse ich den Rest erstmal so. Und dann schauen wir mal, was es gibt gegen Wolfsburg. Ein Sieg wäre natürlich nice. Suat Serdar, mach kein Auge, treff bitte nicht gegen uns. Wir verlieren 2-1. Wolf trifft, okay. Immerhin nicht Suat, Alter. Das ist schon mal gut. Ah, aber Mangituka macht noch eine Hütte. Oh, Bradaric, richtig schlechtes Spiel. Lovric auch ein richtig schlechtes Spiel. Scheiße. Na, 2-1 verloren. Der beste Saisonstart ist es halt tatsächlich wirklich nicht. Aber gut, dafür haben wir halt in der Champions League einmal richtig rasiert und wir schauen uns ja halt weiterhin um, ne? Wir wollen unbedingt noch einen neuen Innenverteidiger haben. Wir wollen nominell auch eigentlich spätestens für die nächste Saison einen neuen Torwart haben. Lass uns da nur nicht unter Druck setzen. Deshalb habe ich jetzt auch im Sommer nicht so viel gemacht, weil lieber einmal richtig kaufen, als halt doppelt, ne? Alte Lebensweise. Oh, Kobel auch. Kein uninteressanter Torwart von Stuttgart. Das scoute ich auch mal rein. Zagadou von Dortmund. 84er Rating. Auch nicht verkehrt. Wir kriegen noch ein Leihangebot für Koch, Burnmouth. Da würde ich jetzt erstmal, ich würde fast sagen, lasst uns da eine Kurzleihe rausmachen für die Rückrunde. Dann passt das erstmal. Ich meine, ich hätte daraus auch 2 Jahre machen können, aber ist ja egal. Wir haben auch schon wieder neue Talente am Start. Felix Schmidt 500.000 wert. Hermann 300.000. Also hier ist leider nicht wirklich was Geiles dabei. Aber vielleicht ja
ja bei den anderen Scouts. Vielleicht. Ist hier irgendwas dabei, was irgendwie halbwegs geil ist? Wäre mal wieder Zeit für ein richtig fettes Talent, aber es sieht nicht wirklich danach aus. Habe ich euch eigentlich heute schon im Video darauf hingewiesen, dass ihr diesen Kanal hier kostenlos abonnieren könnt und ein Like da lassen könnt, Freunde? Haut mal in die Tasten, ich würde mich freuen. Guck mal, hier sind doch schon wieder ein paar Talente am Start. Alter, das sieht hier richtig gut aus. Also, Like da lassen. Es wird mal wieder Zeit für 10.000 Likes auf einer Folge. Ich möchte was sehen. So, Max Wisser, 450.000 wert. Scheiße. Decker, 1,1 Millionen wert. Da sehe ich mich doch. Der ist kacke. Der hatte so ein geiles Gesamtrating, aber Potenzial sieht ultra schmutzig aus. Weg damit. Und das sieht halt auch extrem kacke aus. Okay, war letztendlich dann doch nur einer, der irgendwie extrem gut war. Schade, aber da schauen wir mal rein. Der war 1,1 Millionen wert. 16-jähriger Linksaußen, 59er Gesamtrating, aber Potenzial sieht nicht verkehrt aus. Und ich würde sagen, der kriegt auch direkt mal... Wir brauchen Skills auf den Flügeln. Ganz wichtig. Weil ich meine, gut, wir haben der Marco van der Heide und der Typ ist halt komplett geisteskrank. Der hat 64er Rating und ist 15. Ey, das ist echt heftig. Aber erstmal zurück in den Liga-Alltag und es geht gegen Fortuna Düsseldorf. Übereinstimmung. Ja, okay, Reading. Möchte den 2 Jahre ausleihen. Perfekt, dann machen wir das. Wird auf jeden Fall auch verliehen, der Kollege. Und wir wollen jetzt in der Liga rasieren. Scout-Abschlussbericht. Salisu. Boah, wäre vielleicht ehrlich ein geiler Transfer. Sage ich euch so, wie es ist. 81er Rating, 24 Jahre, VfB Stuttgart. Wäre vielleicht kein schlechtes Ding. Und wäre auch nicht die absolut teuerste Option, ne? Lovric wurde, by the way, 2 Jahre zu Feyenoord ausgeliehen. Also das geht dann ab Winter durch. Ich will jetzt aber erstmal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes gefunden haben. So, da habe ich mich jetzt aber verklickt. Das heißt, wir müssen hier einmal ins globale Transfernetzwerk rein. Und da schauen wir mal. Torwart, Weltklasse, Stammspielerqualität. Hobel mit 25 Jahren dabei. Ansonsten die anderen, ja, sehen mich jetzt nicht so. Ich habe halt auch keine Altersgrenze reingemacht. Zentraler Innenverteidiger, Jean-Claire Todibro. Wäre eigentlich auch eine Idee. Christensen zurück in die Bundesliga holen. Auch nicht so verkehrt, aber gut, der wechselt nach Hoffenheim. Das hat sich schon mal erledigt. Aber Todibo feiere ich eigentlich. Der hat natürlich auch schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Spielt jetzt bei Atalanta Bergamo. Wäre vielleicht eine Idee, finde ich nicht verkehrt. Aber gut, als allererstes zurück in den Liga-Alltag. Hat sich hier ratingmäßig irgendwas getan? Boateng ist wieder auf 79 gegangen. Okay, sehr nice. Der pendelt ja irgendwie immer so zwischen einem 78er und einem 80er Rating. Aber das ist auf jeden Fall sick. Wir wollen es jetzt hier mit der ersten Elf angehen lassen. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Und wir simulieren das Ganze mal so. Düsseldorf ist 17. Düsseldorf ist nicht gut drauf. Und wir wollen das Ding gewinnen, Alter. Freunde, komm, let's go. Ich möchte jetzt hier mal 3 Punkte sehen. Und im Idealfall auch nicht nur ein 1-0. Wobei es ist mir eigentlich egal. Hauptsache 3 Punkte. So, Febers. Nach vorne damit. Mitchell van Bergen. Und der lupft ihn rein. So sah es zumindest aus. 1-0 nach 9 Minuten. Komm schon. So will ich das doch sehen. Ich glaube, die Vorlage kam natürlich mal wieder von Febers. Man kennt es. Wir wollen natürlich nächstes Jahr auch wieder in der Champions League spielen. Wir haben jetzt den Anspruch, wir haben so einen guten Kader, Freunde. Und dann darf man nicht direkt einen Ausgleich passieren, Alter. What the fuck, man? Das ist cool. Und warum ist Kunja Kapitän? Lol. Ich hab doch Febers als Kapitän eingestellt. The fuck? Hä? Warum hat er das einfach umgestellt? Febers ist Kapitän, was soll das? Lul? So, Roman Getuka. Mach mal was, Bruder. Demir bei. Roman Getuka. Demir bei. Adeyemi. Adeyemi! Da bist du doch, Alter. 2-1. Hey. So, 70 Minuten gleich um. Düsseldorf macht halt extrem viel Druck. Ball ist im Aus. Bei uns gibt es einen Dreierwechsel. Lovric ist jetzt Kapitän. Perfekt. Werther kommt rein und auch Onana. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt hier kein 2-2, ne? Ey, guck dich das an. Wir haben 27% Ballbesitz. Das kannst du keinem erzählen. Was ist das denn? Wir haben unseren Kader noch besser gemacht als letzte Saison. Und die chalken hier reihenweise rein. Adeyemi, Dankeschön. Dankeschön, Adeyemi. Wiedervorlage für Evers. Boah, was für Rotzpässe. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, dass wir hier noch einkassieren. Ich habe so ein ganz, ganz mieses Gefühl, Freunde. Bayer ganz stark. Oh, na, hau die Pille einfach weg, ehrlich. Hau die einfach weg. Hau die einfach weg. Let's go, Abpfiff. Ganz wichtiger Auswärtssieg in Düsseldorf. 3-2 über Umwege, aber wir haben das Ding gewonnen. Adeyemi bestätigt seine extremst gute Form und wir haben unser nächstes Champions-League-Spiel gegen die Tottenham Hotspurs und das wird natürlich auch eine richtig, richtig interessante Begegnung. Als erstes, Damian Koch wird ein halbes Jahr zu Bournemouth ausgeliehen für die Rückrunde und wir haben den Scout-Abschlussbericht Gregor Kobel. Alter, auch sehr, sehr interessant, finde ich. 82er Rating, 24,5 Millionen wert als Torwart.
Vielleicht als Ulreich-Nachfolger. Ich feiere Kobel auch in Real Life. Sehr talentierter Keeper, Freunde. Vielleicht, Alter. Finde ich nicht schlecht. Aber da können wir uns ja dann mal noch in der Zukunft Gedanken machen. Wir spielen jetzt als erstes unser Auswärtsspiel. Ich werde das Ganze wieder simulieren, so wie gerade. Keine Schnellsimulation, sondern wir werden, LOL, Tottenham hat Matip geholt. Ehrenhaft. Läuft bei denen. So, ich werde aber erst mit der Presse sprechen. Ich muss hier Tottenham ein bisschen wegfronten. Geht die Champions League Saison mit dem nächsten Pool? Natürlich, ja, sicher, Alter. Wer ist dieses Tottenham? Kenn ich nicht. Gegen Fortuna Düsseldorf war es sehr knapp. Wie geht ihre Mannschaft da ins Spiel gegen Tottenham? Es irritiert uns keineswegs. Also ich meine, das ist eine absolute Lüge, weil es irritiert uns schon und die Mannschaft aktuell wirklich nicht geil ist. Also nicht geil spielt, aber okay. Zuletzt haben sie tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Bin dabei, Alter. Ja? Alles unter einem 7-1 Auswärtssieg in Tottenham ist jetzt kacke. Einfach den FC Bayern München Move machen und da 6-2 gewinnen. Ja. So, jetzt ist übrigens wieder Febers Kapitän. Kein Plan, was das war. Ich meine, eigentlich muss ich hier nicht großartig durchrotieren, weil alle fit sind. Und ich würde sagen, dann lasse ich es auch erstmal so. Ja, ich lasse es erstmal so. Okay, wir gehen rein. Es wird eine harte Nummer, Freunde. Das wird eine harte Nummer. Also ein Pünktchen wäre echt richtig, richtig geil. Tottenham ist hier für mich schon der Favorit in der Gruppe. Den haben wir auf der Bank. Bergstein, Dele Alli, Gabriel Jesus. Adeyemi bei guter Ball, Adeyemi. Let's go. Adeyemi ist so on fire. Adeyemi ist so on fire. Und in den wichtigen Spielen sind wir so da. Was für ein Pass von dem hier bei. Ey, bitte jetzt nicht direkt das 1-1 passieren. Bitte nicht. Irgendwie den Ball da rausbekommen. Come on. Oh, nicht Kane schießen lassen. Please no. Weg damit. Weg. 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 Oh, nicht Son schießen lassen. Weg. Nein. Das war so klar. Lol, ich hab nicht hingeguckt. What the fuck, ich hab nicht hingeguckt. Adeyemi 2-1, bin ich behindert? Ich hab nicht hingeguckt. Let's go! Ich hab nicht hingesehen! Adeyemi, du Maschine! Ich dachte gerade, mein Aufnahmeprogramm ist abgeschmiert. Schon richtig panisch hier nach oben geguckt. Wir führen hier einfach 2-1 aus, was den Tottenham, das kannst du gar keiner Menschenseele erzählen. Nein! Ja! 2-2, so schnell geht's, ey. Scheiße! Ach, verdammt! Oh, da ist Kane. Oh nein! Nein! Ja, so wichtig! So wichtig! Oh Gott! Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Ball raus! Let's go! Und jetzt kommt da Febers, Adeyemi, ja? Schick ihn! Adeyemi! Oh, ey, das, ich liebe dieses Feature in FIFA 21, ne? Das ist so geil, da mitzufiebern. Wolf für Boateng und Fein für Demirbay. Ich hoffe, wir gehen gleich durch und ich hoffe, wir kriegen nicht vorher ein Gegentor! Alter, das gibt's doch nicht. Mark, ich muss offensiv wechseln jetzt. Ich will hier einen Unentschieden. Ich muss offensiv wechseln. Freunde, es tut mir unfassbar leid. Ich stelle jetzt auf das hier um. Es tut mir richtig leid, ne? Aber ich werde Adrian Fein jetzt gleich wieder auswechseln. Ein- und auswechseln. Höchststrafe. Adrian, nimm mir das nicht übel, okay? Aber ich muss hier nochmal einen Hebel in Bewegung setzen. Wenn der Ball ins Aus geht, dann geht der Wechsel durch. Ich muss hier irgendwie vielleicht noch zum 3-3 kommen können, wenn wir jetzt nicht eins kassieren, Ulreich. Und Fein ausgewechselt. Oder ich hoffe, du hast mich nicht. Ich hoffe, du hast mich nicht. Aber ich muss alles probieren. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Radaric und Ulreich haben einfach getrollt. Hä? The fuck? Haben die keinen Bock mehr, oder was? Ja, perfekt. 5-2. Hä? Also das tut wirklich weh. 5-2 Auswärtsniederlage. 3 Gegentore. Wir haben die zweite Halbzeit mit 3-0 verloren. Erste Halbzeit sah so gut aus. Ey, das ist wirklich maximal traurig, was hier gerade abgegangen ist. Kriegen Leihangebot für Henrich. Ja, gleiches Ding wie immer. Kurzleihe. Ey, bruh. Ohne Witz. Was für eine dumme Niederlage. So, als nächstes geht's jetzt gegen Frankfurt. Die sind Vierter. Nationalteam. Wissen wir Bescheid. Febers, spanischer Nationalspieler mittlerweile natürlich. Man kennt ihn. Wir spielen gegen Frankfurt. Und ja, die Spiele haben sich soweit regeneriert. Ich muss halt mit der ersten Elf versuchen. In der Liga sieht's jetzt auch nicht so gut aus. 6 Spiele, 9 Punkte, ey. Ist nicht geil. Schnelle Simulation. Aber es sieht so ein bisschen aktuell. Dem hierbei 1-0. Wichtiges Ding. Es ist so eine ganz, ganz kleine Ergebniskrise, ne? Weil die Ansprüche, die werden natürlich nicht geringer, Freunde. Wir wollen uns ja als Champions League-Mannschaft etablieren. Und, der so wirklich geil gelingt das bis jetzt nicht. Und das wird durch die Verletzung von Jerome Boateng natürlich nicht einfacher. Der ist jetzt 3 Wochen raus, hat eine ausgekugelte Schulter. Monatsbericht von der Jugendmannschaft, wissen wir Bescheid. Okay, der ist ja komplett wack, Alter. Weg mit dir, Alter. Richtig schlecht.
schlecht. Van der Heide, auf den bin ich gespannt, ne? 82 bis 92 Potenzial, gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Aber in der Liga soll es weitergehen und auch Heinrich wird ausgeliehen. Ich will mal gleich gucken. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier wahllos Spieler ausgeliehen. Ich hoffe, wir haben für die Rückrunde noch einen Kader. Ansonsten muss ich ein, zwei Laien abbrechen. Aber bis jetzt kommen wir mit der Kaderdicke soweit ganz gut klar. Scouts Abschlussberichte für Bastoni und für wen noch? Ah, für ihn hier. Mancini. Ich wollte hier noch ein bisschen durchscouten, was die Innenverteidigungs- und Torwartpositionen betrifft. Demiba ist, glaube ich, gerade auf ein 82er-Rating hochgegangen. Nice, Alter. Also, es ist krass, dass der sich noch in so einem Alter entwickelt hat. Der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch 30 oder so. Schauen wir hier ganz kurz in den Aufträgen rein. Innenverteidiger. Was haben wir noch? Romero. Argentinischer Innenverteidiger von Wolfsburg. Auch nicht uninteressant. Immer schön auf die Konkurrenz geht. Und wir haben natürlich wieder einen Kroaten, Alter. Geil. Von Manchester United mit einem 84er-Rating. Da ist Kabak, hatte ich ja gesagt. Der ist nach Aston Villa gegangen. Und wieder ein Kroaten. Junge, so geil, ey. Wir machen die halbe kroatische Nationalmannschaft. Demiral bei Sevilla. Okay, auch nicht uninteressant. Gucken wir uns auf jeden Fall alles mal an. Torwart. Ja, da müssen wir schauen, ne? Ob hier irgendwie was Gutes dabei ist. Ich finde halt Kobel eigentlich gar nicht verkehrt als Idee. Weil Onana kriegen wir ja nicht, weil der irgendwie meint, unsere Liga ist so scheiße. Gut, wenn das so ist, dann was will man machen? Wir gucken auf jeden Fall jetzt nochmal bei der Entwicklung rein, was wir hier machen können. So, Choupo-Moting ist mittlerweile auf 67 gegangen. Das tut weh. Adeyemi in 13 Wochen als Stürmer umgemodet. Okay, das passt. Maric ist auf dem Weg zum 70er-Rating. Ich könnte ihm inverser Flügelspieler geben, dann geht's schneller. Nice. Bamangituka auf einem sehr guten Weg zu einem 85er-Rating. Das ist auf jeden Fall auch sick. Van Bergen auch ganz kurz vor dem 84er-Rating. Also das sieht auf jeden Fall gut aus. Mateusz Kunja hätte sogar, wenn es so weitergeht, in 21 Wochen ein 87er-Rating. Ja, bruh. Demirbay ist auf dem besten Weg wieder zurück zu 81. Das tut natürlich weh. Wow. Und Fee, was? Es ist so wild. Hätte in 17 Wochen schon 89. Das ist so krank, ne? Das ist so krank. Ich überlege gerade bei Lovric, auch wenn ich den hier gerade trainiere, eigentlich könnte ich den ja wieder zurück zu einem ZOM umformen. Das dauert nur 8 Wochen. Und wenn, wird er halt aktuell eher offensiv eingewechselt. Ich mache ihn mal zurück zu einem ZOM. Das ist zwar hier der absolute Positionswirrwarr, den ich aktuell habe, aber, na gut. Das war halt irgendwie auch ein bisschen klar, ne? Oh, Wanyoman. Ganz kurz vor 85. Stark. Was haben wir hier noch? Da Costa, das sieht gar nicht gut aus. Oh, Jordan Bayer, einfach ganz kurz vor 87. Dauert auch nur noch 4 Wochen. 95 Sprintgeschwindigkeit. Es ist so böse, ne? Es ist so unfassbar böse, Alter. Aber sonst ist, glaube ich, erstmal alles wie gehabt. Nichts Interessantes dabei. Wir gucken natürlich ganz entspannt Richtung Winterpause. Wir werden auf jeden Fall noch was machen. Also ich, vor allem jetzt mit der Verletzung von Boateng, ich glaube, das zeigt dann schon, dass wir unbedingt noch einen neuen Innenverteidiger brauchen. Weil Björn Wolf ist halt auf Langzeit jetzt auch nicht die Lösung Nummer 1, bin ich ehrlich zu euch. Scout-Abschlussbericht für Toni Bo. 81er-Rating. Okay, sieht jetzt nicht so ultra interessant aus. Radu, Torwart von Inter Mailand. Man, hier noch ein paar Spieler vorgeschlagen. Sieht jetzt aber alles nicht so ultra sick aus. Halten wir aber auf jeden Fall mal im Auge. Und ich glaube, das nächste Ligaspiel ist gegen Bayern, wenn ich das richtig gesehen habe. Stimmt das? Ja, gegen Bayern. Und die sind auch schlecht in die Saison gestartet. Türkischer Nationaltrainer. Nein, danke. Ich übernehme keine Nationalmannschaften. Die haben einen Punkt weniger als wir und sind sogar nur auf dem 9. Platz. Okay, wir gehen rein. Gegen Bayern spiele ich selber. Auswärts. Das wird ein hartes Ding. 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz Arena den Hamburger Sportverein. Und wir bereiten uns auf eine packende Partie vor. Beide Mannschaften nicht unbedingt so in die Saison gestartet, wie man es erwartet hätte. Die Münchner natürlich sowieso mit Problemen, haben letztes Jahr die Champions-League-Qualifikation verpasst. Und als Gast heute auf dem Platz steht der Hamburger Sportverein, der so ein bisschen die schwierige zweite Saison vor der Brust hat. Die Münchner starten mit Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, Casemiro und Cuisance auf der Doppel-6, Müller, Coman, Gnabry heißt die Offensivreihe und ganz vorne im Sturm Anthony Martial. Auf der Bank nehmen unter anderem Spieler wie Gomez oder Leroy Sané Platz. Die Hamburger, wie gesagt, bis jetzt, ja, eine ganz ordentliche Saison, die sie spielen, aber natürlich dann trotzdem anhand der letzten Saison und dem fulminanten Start in die Champions League ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen. Heute fehlt Jerome Boateng in der Stadt. Was ist denn das? Die Nummer 29, Kingsley Coman! LOL! Was? Fuck, ich spiele 4-3-3. Hä? Ah ja, also übrigens heute Maric, Fein und Wolf in der Startformation. GG, ihr Sports. GG. Bradaric mit einem riesigen Fehler. Björn Wolf.
starke Grätsche gegen Anthony Martial. Das wäre beinahe die erste Möglichkeit für die Bayern gewesen. Aber jetzt mal die Hamburger mit Bradaric und Adeyemi. Der sieht Mateusz Kunja und der ist auf dem Weg zum Tor. Da ist Kunja! Erste Riesenchance für Hertha. Ah, nee. Ja, Kunja war mal bei Hertha und er spielt jetzt bei Hamburg. Oh, Martial stark gegen Jordan Bayer. Kingsley Coman auf Casemiro. Björn Wolf mit einem guten Tackling. Kontermöglichkeit Hamburg. Genau diese Situation lieben sie ja. Das ist Mateusz Kunja. Der wartet und Mitchell van Bergen startet durch und ganz hinten läuft Adeyemi ein. Und da ist er wieder, Karim Adeyemi mit dem 1:0 Führungstreffer in der 18. Spielminute. Was für ein mustergültiger Konter der Hamburger. Und dann ist es einfach nur wunderbar vollendet. Van Bergen steckt ihn durch und Adeyemi haut ihn in die Kurzecke. 1:0 Hamburg. Oh, Adeyemi, ist das überragend. Karim Adeyemi, das ist Weltklasse. Das ist einfach nur Weltklasse von Karim Adeyemi. Erneuter Doppelpacker macht das 2:0 auswärts in der Allianz Arena für den Hamburger Sportverein. Was für ein Solo von Adeyemi, das ist einfach nur Weltklasse. Einfach nur Weltklasse, wie der da an Davis und Upamecano ist es, glaube ich, vorbeigegangen ist. Und den dann auch noch am Torwart vorbeilegt. Wahnsinn. Weltklasse-Treffer. Adeyemi, Mann. Was für eine Kirsche. Und es ist auch sein viertes Saisontor schon. Oh, Wolf. Was für ein Fehler. Martial steckt ihn gut durch. Coman, Ulreich ist draußen. Coman. Anschlusstreffer. Riesenfehler. Riesenbock von Björn Wolf. Und die Bayern sind eiskalt wieder da. 45. in der Nachspielzeit. Kurz vor der Pause, die Münchner melden sich zurück. 1:2. Halbzeit 2, wir gehen rein. Hamburg in der nächsten oder in den zweiten 45 Minuten von links nach rechts. Komfortabel, lange Zeit 2:0 geführt. Nach einem Wahnsinnsauftritt von Karim Adeyemi. Aber dann hat der Mann, der gerade am Ball war, Björn Wolf, einen riesen Schnitzer veranstaltet. Und die Bayern eingeladen, hier schnell zurückzukommen. Aber die Hamburger versuchen es direkt wieder. Adeyemi und Soria im Tor in höchster Not. Oh, Riesenschnitzer, Casemiro. Boah, wichtiges Tackling von Adrian Fein. So, Dreifachwechsel bei den Hamburgern. Unter anderem verlässt Björn Wolf das Spielfeld, hat keine gute Partie gemacht. Direkt beteiligt am 1:2 der Bayern gewesen. Wanyoman rückt jetzt hier in die Innenverteidigung. Das heißt, Danny da Costa kommt in die Partie rein. Auf der rechten Verteidigerposition. Ansonsten kommen noch Jatta und... Ja, wer ist es noch? Jatta und Famanituka in die Partie. So, so rum. Und Martial, der gegen Jordan Bayer. Das macht er richtig gut. Bringt den Ball in die Mitte. Bradaric, das ist klasse gespielt. Und so schnell kann es gehen. Das ist der Ausgleichstreffer. Leroy Sané entdeckt hier neue Joker-Qualitäten. Der Mann mit der Nummer 10. Die Bayern eiskalt. Und die Hamburger bedient. Sané im Konter. Martial gegen Bayer. Oh, Bayer rutscht da. Kommt denn vorbei? Martial auf Leroy Sané, der ist nicht im Abseits. Sven Ulreich, Riesentat. 90. Minute und es wird nochmal einen Freistoß geben, weil Wanyoman da ungestüm reingeht. Das ist eine Sache für Kingsley Coman oder für Joshua Kimmich. Sieht eher nach Coman aus und das ist so bitter. Nein, das gibt es doch nicht. Ich hab da wieder 2:0 geführt. Leute, komm. Komm vorbei. Ja, mach ihn bitte. No! Oh mein Gott. Dieses Doppel 1 ist so behindert. Ich krieg noch mal eine Ecke. Come on. Ey, das wäre jetzt so ein verrücktes Ding. Alles nach vorne. Wo ist Ulreich? Ulreich, komm mit vor. Come on. Das wäre so krank. Das wäre so krank, bitte. Pfeif nicht ab. Ah, Mann, so eine unnötige Niederlage. Fuck, Alter. Ey, Wahnsinn, Freunde. Was für eine dumme Niederlage. Das gibt es nicht, ey. Ja, Wanyoman, machst du super. Van Bergen, sorry, dass ich dich ausgewechselt habe. Du musst fit bleiben. Ich glaube, Van Bergen ist gerade auf 84 gegangen. Ey, die Niederlage ist halt Real Talk so unnötig gewesen. Ey, Wahnsinn, ey, Mann. Ich hab 2:0 geführt, ehrlich.
Ja, das halte ich davon. Jetzt geht's gegen Basakci hier. Die haben bis jetzt 0 Punkte in der Gruppe geholt. Das ist ein Pflichtsieg, Freunde. So, viel mehr von der Mannschaft sehen. Versuchen müssen wir. So, Motivation, Emotioner. Jetzt gute Laune hier. Wir müssen uns mehr konzentrieren. Bam, das ist Basakci hier. Wir müssen die schrubben, Alter. Meine Spieler werden sich bald bessern. Bam, was ist denn los hier? Mal ein bisschen Eier auf den Tisch legen. So, ein bisschen durchrotieren müssen wir dann doch. Alleine wegen Fitness. Danjoman heute in Verteidigung. Boateng ist immer noch angeschlagen. Und Wolf hat mir gar nicht gut gefallen gegen die Bayern. Also, come on, bitte. Ich habe auch Adeyemi rausgenommen, weil der nicht ganz... Ich kann aber eigentlich Adeyemi. Ohne Adeyemi geht hier gar nichts. Adeyemi, Bruder, du musst spielen. Ohne dich geht vorne nichts. Come on, bitte. Wir brauchen 3 Punkte. Bajakci, hier brauchen wir 3 Punkte. Let's go. Demir bei Adeyemi. Natürlich wäre sonst 2:0 gewonnen. Ah, so wichtig. So, Banjoman, du machst es gut, Bruder. Du musstest jetzt einmal Innenverteidiger spielen. Chill. Das liegt daran, dass Boateng verletzt ist und Björn Wolf scheiße wie die Nacht war, ja? Also mach dir keinen Stress. Wir spielen als nächstes in der Liga gegen Dortmund und es wird ein ganz wilder Ritt. Und wir haben vorher aber nochmal ein Scouting-Update. Aber das sieht wieder nicht so cremig aus. Was ist denn los mit den ganzen Talenten, Alter? Traurig. Was ist denn da los hier? 570.000 nur wert lost, Alter. Der sah so gut aus auf den ersten Blick. Tut ja richtig weh. Das ist ja der fast mehr wert. Alex van der Meer. So, holt wenigstens der deutsche Scout noch irgendwie was raus. Heinrich, 250.000, 160.000. Die Scouts sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ey. Da bin ich ehrlich zu euch. Die waren auch mal besser. So, Boateng ist so halbwegs wieder fit. Jordan Bayer ist auf 87 gegangen. Alter, was ist das? Da muss ich reingucken. Das ist zu wild, ne? Das ist wirklich zu wild. 87 hat er jetzt mittlerweile. Alter Falter, was ist das für ein kranker Typ? Und wenn ich den weiter Libero trainieren lasse, das dauert nur 16 Wochen, hat er 88. In 4 Monaten hat er 88, der Typ. Das ist ja so wild. Der hat doch bald 96 Sprintgeschwindigkeit da. Da machst du ja gar nichts, ey. Banjoman übrigens in 10 Wochen auch 86. Nice. Ja, Onana. Das dauert noch ein bisschen. Dann gebe ich ihm das hier. Das dauert weniger. Adrian Fein dauert auch ganz lange. Dafür spielt er wahrscheinlich zu wenig. Lovric ist in einer Woche wieder ein ZOM. Perfekt. Febers. Auf ausgeglichen hat er in 12 Wochen 89. Krank. Das ist wirklich krank. Bei Van Bergen sieht es auch sehr gut aus. Der ist jetzt gerade auf 84 gegangen. 24 Wochen hat er 85. Das ist halt von den Tempowerten so wild, ne? 94 Sprintgeschwindigkeit, 95 Antritt. Ich glaube, das war auch der Grund, warum das so easy war gegen Monaco. Weil ich glaube, deren Verteidigung war einfach so unfassbar langsam, dass ich da einfach drüber rennen konnte mit meiner Offensive, ne? Ich meine, die haben ja alle 90 Tempo irgendwas. Bei Mangituk übrigens auch in einer Woche 85. Ganz wild. Maric ist gerade auf 70 gegangen. Killer. Mache ich jetzt mal Flügelspielmacher drauf. Aber bei Jatta dauert es auch noch ein bisschen länger. Adeyemi. In fünf Wochen ist das Striker. Der hat auch 96 Antritt. So ein böser Spieler, ne? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, aber als erstes ruft Dortmund und Boateng wird sein Comeback geben. Und ich hoffe, dass wir hier zumindest ein Pünktchen mitnehmen gegen Borussia Dortmund. Nein, Febers Gelb-Rot. Und wir haben schon wieder geführt. Warum verspielen wir immer Führung? Was ist das? Es fuckt übel ab. Ja, so, Lovric ist jetzt wieder ein ZOM. Hype. Super, cool, feier ich. 17 Wochen hier, mach. Ja, Björn Wolf, ich vertraue dir nicht, du bist scheiße gewesen. Ich bin stolz auf dich. Ja, du gehörst auch weiter zum Team Jatta. Ich habe andere Probleme. Ich habe wirklich andere Probleme. So, gegen Halle im Pokal möchte ich jetzt aber hier nach feiner David-Wagner-Art wirklich eine Reaktion sehen. Weil das, was hier gerade passiert, ist wirklich wacke Scheiße. Leihangebot für Thomas? Nein, machen wir nicht. Thomas ist unser Pokaltorwart und ich versuche dieses Jahr dran zu denken. Wir scouten. Gucken wir mal rein. Ist hier was Interessantes dabei? Sensei sieht nicht schlecht aus. Ansonsten... Lassen wir es erstmal sein. Ich bin echt ein bisschen triggert, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich ein bisschen triggert. Choupo-Moting möchte im Pokal gegen Halle mal spielen. Ja gut, den Wunsch können wir ihm aber eigentlich geben. Also wir müssen eh ein bisschen durchrotieren. Und es ist halt auch nur Halle, ja? Mal ganz böse sagen. Da kann sogar Björn Wolf mal wieder eine Chance bekommen. So, Thomas von Anfang an. Pokaltorwart. War Mangituka so 85. Nice one. Jatta von Anfang an für Van Bergen. So, und dann... Ja, wir können eigentlich, Digga... Wenn ich jetzt hier rausfliege, kann ich mich auch einfach beerdigen gehen, ne? Wir können schon mal ein bisschen rotieren. So, Choupo-Moting, ich bin gespannt, Bruder. Ansonsten würde ich sagen, passt es erstmal so. Wir haben ja immer noch sehr gute Spieler auf dem Rasen. Choupo-Moting würde mich freuen, wenn er trifft. Come on. Also, das wäre lost as fuck. 3:1, let's go. Choupo-Moting, keine Hütte gemacht, aber Maric und Kunja und der gute Demir bei auch. Ich glaube, Kunja wahrscheinlich sogar noch eine Vorlage oder so, sonst hätte er nicht 9:5. Aber, sieht gut aus. Haben wir sogar hinten gelegen? Nee. Stand zwischenzeitlich 1:1, okay. Gute zweite Halbzeit gespielt, passt. 3:1 gewonnen, passt. Sind eine Runde weiter, passt.
Danke für die Chance, dem Team den Sieg weiterzuverhelfen. Fühlt sich super an. Sehr gut, Alter. Choupo-Moting, ohne Witz, was ist das für ein... Was ist das für ein Ehrenmann? Ehrlich, er hat gar keinen Anspruch zu spielen. Und wenn er spielt, er freut sich einfach, dass er mal zocken durfte. Wir brauchen mehr Choupo-Motings in der Mannschaft, ehrlich. Wir brauchen davon mehr. Und es ist absolut geil, dass Wamangituka einfach auf 85 gegangen ist. Wenn man sich mal unsere erste Elf anguckt und bedenkt, dass wir im Winter wahrscheinlich einen Innenverteidiger mit so einem Rating von 83 holen. Es ist eine geisteskrank gute Champions League Mannschaft, ohne Witz. Aber unsere Hinrunde ist halt bis jetzt echt Much. 9 Spiele, 12 Punkte, dümpeln da auf dem 10. Platz rum. Jetzt auswärts in Berlin gegen Hertha. Mateusz Kunja, bitte treffen Sie. Es wäre sehr korrekt. Bitte treffen Sie gegen Ihren Ex-Feind. Wieder nur 1-1. Kunja trifft? Gut. Aber warum gewinne ich keine Spiele? Was ist das? Warum? Hallo? Wo Problem, wenn ich fragen darf? Also ich sag's euch so, wie es ist. Das ist eine kleine Krise, ja. Ziele sind gefährdet. Monatsbericht der Jugendmannschaft. Der Typ muss halt unbedingt 16 werden, weil der absolut geisteskrank talentiert ist so. Aber ja, gucken wir uns die Tabelle mal an. Bundesliga. Wir sind auf dem 10. Platz. Wir haben nicht mal eine positive Tordifferenz. Wild, ey. Und Hoffenheim rasiert alles weg. Also ich sag's euch so, wie es ist. Jetzt auswärts hier 3 Punkte mitnehmen. Dann gut. Wenn wir jetzt hier wieder nicht gewinnen, dann habe ich ein bisschen Angst um meinen Job, Alter. Weil wirklich geil ist das nicht. Ich gebe Maric mal eine Chance. Und Lovric, bisschen rotieren müssen wir. Aber da müssen wir dreifach punkten. Sage ich euch so, wie es ist. Dankeschön. Bei Mangituka und Adeyemi treffen. Es ist sehr wild aktuell. Aber Champions League sind wir im Soll. Monaco 2-2 gegen Tottenham. Okay, auch gut. Da haben die sich auch gegenseitig die Punkte weggenommen. Adeyemi ist jetzt wieder Striker. Let's go, Mann. Adeyemi leider nicht auf 85 hochgegangen, aber... Wenn ich ihm Anspielstationen gebe, dann ist er in 12 Wochen auf 85. Nice. Ansonsten hat sich hier ratingmäßig nicht... Doch, Ulreich ist einfach auf 81 hochgegangen. Zu krank. Das ist ja Typ 35. Das feiere ich so hart, ne? EA Sports, da gehen wirklich mal Props raus. Mit dem dynamischen Potenzial in FIFA 21. Das ist ein ganz dickes W, Alter. Full nice. Ohne Witz, wir brauchen keinen neuen Torwart. Ich verlängere jetzt dem seinen Vertrag. Sven Ulreich macht so einen soliden Job. Der kriegt einen neuen Vertrag. Das hat er sich ehrlich verdient. Der lässt sich nie was zu Schulden kommen, ist seit Tag 1 dabei. Ich sag's euch so, wie es ist. Nimmt das sogar Rotation an, falls wir mal einen neuen holen? Wichtig. Okay. So, dann ist es ihm auch, glaube ich, egal, wenn wir mal einen Pokal-Format oder so haben. Aber Sven Ulreich hat sich so einen neuen Vertrag verdient. Der macht es einfach so überragend. Und 2 Jahre Vertrag verlängern, sieht er gar kein Problem mit. Freigabesumme kriegst du nicht. Aber er ist einfach 35 und unterschreibt nochmal einen 2-Jahres-Vertrag. Was für ein Ehrenmann. So, dann gibt's auch nochmal ganz kleine Gehaltaufstockungen. Und dann passt doch. So, Ulreich. Let's go. 2 Jahre, gönn dir, Bruder. Du machst es halt ehrlich richtig gut. Einfach mit 35 nochmal verbessert. Ich gucke übrigens gerade durch, ob sich noch irgendwie ein Leihspieler großartig vielleicht verbessert hat. Das wäre natürlich Killer. Bei Ambrosius geht halt irgendwie gefühlt gar nichts. Ja, krass, ey. Kulpa, um 4 verbessert bei Basel. Franke auch noch um einen hochgegangen auf 73. Man könnte sich halt ehrlich überlegen, ob man den mal irgendwie zurückzieht. Genauso wie Billard, weil die haben ehrlich gute Stats mittlerweile, ne? Das ist wirklich nicht verkehrt, Freunde. Ich würde sagen, ich mache jetzt aber hier erstmal Schluss bei der Episode. Die rohe Aufnahmezeit geht in knapp eine Stunde. Ich bin mal gespannt, was es am Ende für ein Video wird von der Länge. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Aufnahme. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen in der Krise. Wir sind, also es kriselt ein ganz kleines bisschen. Es ist eine Ergebniskrise, ja. Sage ich euch so, wie es ist. In der Champions League läuft es ja ganz gut. Da können wir nochmal kurz auf die Tabelle schauen. Da kann man nicht sagen, da sind wir sehr, sehr gefestigter Zweiter. Ja, Monaco müsste die letzten beiden Spiele gewinnen und wir dürften maximal einen Punkt holen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon wirklich hin. Vor allem halt, deren Tordifferenz ist komplett zerschossen im direkten Vergleich. Ich meine, wir haben das Spiel 7-1 gewonnen. Sollte eigentlich auch nichts anbrennen. Also da sind wir eigentlich ehrlich durch. Von daher, Champions League ist okay. Da kommen wir auch sehr wahrscheinlich ins Achtelfinale. Aber na, Liga, keine Ahnung. Ist noch nichts Halbes, noch nichts Ganzes, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Schaltet da auf jeden Fall ein. Lasst hier ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.